Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ja, irgendwie funktioniert das nicht, dass ich hier Vascos Quest machen kann. Deswegen werde ich jetzt einfach mal schlafen. Bis zum Einbruch der Nacht. Wir schlafen jetzt mal bis zur Nacht. So, und jetzt können wir mit dem Leutnant reden. Vielleicht möchte Vasco auch einfach jetzt nicht mit uns reden oder sagt dementsprechend, wir haben keine Zeit, weil wir ja noch in dieser einen Aufgabe für einen Gefährten sind. Vielleicht kann man ja nur eine Gefährtenaufgabe annehmen und nicht mehrere gleichzeitig. Das könnte natürlich sein. Ach, das ist der Vulkan. Ich dachte gerade, hä, was ist denn da vorne? Aber das ist ja der Vulkan. So, dann gucken wir mal, hier tropft's. Naja, hier ist jetzt genauso viel los wie vorhin, finde ich. We are quite alone now. You may speak to us. Reyna was indeed a member of my company. And an excellent recruit. But you already know that. Continue. One morning, I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation to see where he'd been sent. Wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Reyna wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, I learned about the existence of a phantom regiment. What sort of nonsense are you talking about? A sort of secret elite company that were following a special training program. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things were getting dangerous. I began to sense I was being watched. This regiment protects its secrets at all costs with few scruples. If you want to know more, the training officer of the Sixth might know something. It's been said that he took part in one of their missions alongside them. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Reyna, Excellency. Go and see the officer of the Sixth if you want to learn more. And leave me alone now. Thank you, Lieutenant. Farewell. Beschaffe Informationen über das Phantomregiment. Dafür muss ich nach oben. Weil es ja schon nachts ist und da sind ja wahrscheinlich schon einige am Schlafen. Aber das ist uns egal, wir gehen hier trotzdem rein. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? What company do you serve? The Sixth, Excellency. Anything else? To where are you assigned? The Sixth Company is in charge of exploration and expansion of the colony of the Congregation of Merchants on the island. We operate mainly in the wilderness areas, in direct contact with the natives. But don't worry, we respect to the letter congregation directives and standing orders. We avoid all confrontation with them as much as possible. Anything else? Tell me about the Phantom Regiment. About what? I have no idea what you're talking about, Your Excellency. Versuchen ihn zu überzeugen, ihn bestechen, Kurt sprechen lassen. Wir lassen Kurt mal sprechen. Are you certain you don't know where this Phantom Regiment camp can be found? Absolutely certain. And to be honest, I hope I never hear about this matter again. Reyna was one of my recruits, Lieutenant. A young man that I admired. He was killed. His death was disguised.
We've been lied to time and time again. Thanks to my friend, we finally learned that the boy had rejoined the Phantom Regiment. And so now, you're gonna tell me all you know without being a weasel about it. Trust me, you don't want me to lose my nerve. But, Captain, I... Now! I've seen the regiment. Even fought beside them on an operation. On that occasion, our marching orders were kept secret until the last minute. We were asked to remove our regiment emblems. And our pay wasn't even recorded. And of course, we were ordered to speak to no one about it under any circumstances. I hope you realize the risk I'm taking, talking to you about all this. Have no fear. We understand. What was this operation? An attack. A lightning strike. On a caravan from the Bridge Alliance. Marvelous. A company that behaves like back-alley bandits. I know. It really shakes up the honor code. The regiment is made up of young recruits, carefully chosen. Only the best make it through. The training is extremely arduous. And my guess is that Rayner isn't the only one who's died from it. I know that they set up camp just outside the city, where the men live and train. But I'd be at a loss to tell you precisely where it's found. Sorry, Captain. Thank you, Lieutenant. This story is making me sick. Poor Rayner. If I'd have known, I'd never have recruited him. I'm sorry, Kurt. This isn't your doing. But these filthy phantoms, or whatever they are gonna have to settle the debt. Believe me. You do realize that your own commander is certainly involved in this on some level. Outright clandestine operations could not have taken place without his approval. That he's aware of the existence of the regiment, there is no doubt. That he approves of what they're doing. It wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to. What do you wish to do now? I'm gonna find the location of this camp. I have a few friends that can certainly help us. And when I know where to smoke out these bastards, I'll go and have a few fiery words. If you were of a mind to accompany me, two of us would not be too many to make sure they settle their debts. Let me know when you discover where they are to be found. You can count on me. So, jetzt haben wir das. Informationen über das Phantomregiment forscht in der Hauptquest. Aha, okay. Also wir müssen halt immer so ein bisschen in der Hauptquest sein, dass wir, wie heißt es, dass halt unsere Gefährten auch mit ihren Aufgaben halt zu uns weiterkommen. I've always hoped to one day find out my biological family name. But I cannot go to the harbor office in person to see my file. Could you go there and bring the file to me? Ja, kann ich, natürlich. Dich gleich darum kümmern. Of course. But you'll have to come with me to the port and tell me a little more. Right. Also, I don't want any Noughts to be hurt in the process. Despite my desire to know my origins, the Noughts are still my family. Don't worry. We'll be discreet. Ja. Das kann ja so bleiben, wie die da sind. Also wir müssen, wie gesagt, also jeder hat da so, also anscheinend, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Ich glaube, ich war hier raus. Also anscheinend können wir immer nur eine Gefährtenquest annehmen und erst wenn die fertig ist, dann... Ich verlaufe mich hier total. Dann können wir, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht. Ich muss wieder nach unten, aber irgendwie komme ich hier nicht runter. Scheiße, ich habe mich voll verlaufen. Nein. Auf jeden Fall, ja. Wir können halt nur einige Gefährtenquests annehmen und diese Gefährtenquest geht auch halt erst weiter, da ist doch die Treppe, geht erst weiter, wenn wir auch in der Hauptquest so und so weit sind. Was ich eigentlich ziemlich gut finde. Weil so ist man natürlich, ist man natürlich jetzt nicht die ganze Zeit jetzt dabei, nur die Gefährtenquest zu machen und so weiter und so fort, sondern ich habe es da leuchten gesehen, keine Sorge. Sondern man ist halt gezwungen, die Hauptquest wirklich
auch so schnell voranzutreiben. Wie soll ich das jetzt erklären? Ich meine das eigentlich, ich bin heute ein bisschen verwirrt, sorry. Ich meine jetzt, es gibt ja welche, die zum Beispiel die ganze Zeit nur Nebenquests verfolgen und Gefährtenquests und alles drum und dran und sich da erstmal dran halten. Und erst wenn es davon nichts mehr gibt, dann die Hauptquest machen. Und hier wird halt darauf Wert gelegt, dass man so einen gesunden Mix halt davon hat. Here we are. We have a good view from here. The harbor office is well guarded, both outside and inside. Getting through the main entrance is impossible. Okay. There must be a blind spot. There's always one. You could dress as a knot and go through the back door, but someone may recognize you inside. I'll need to be much more discreet. A potion could help me. That is an option, yes, but since I'd rather avoid hurting any knots, I made some inquiries. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with wine. I see. You want us to spike the wine so that they sleep during our search. It's a proven technique, and I can assure you they do not sniff the wine before drinking it. Right. Let's get a sleeping potion. Then we'll go see Dieter. Okay. Wir brauchen, ja. Jetzt muss ich aber erstmal nach. Erhalte Schlaftabletten. Wo kriege ich die? Das ist jetzt an dem Werktisch, glaube ich. Ich glaube, ich muss an einen Werktisch. Muss ich jetzt hier wieder zurücklaufen? Ich glaube, ich muss an einen Werktisch. Ich habe ja zu Hause einen Werktisch stehen. Versuch's da einfach mal. Reisen muss ich ja jetzt nicht. Wir erhalten Schlaftabletten. Genau. Das heißt, ich muss sie jetzt wahrscheinlich selber machen. Das werden wir jetzt ausprobieren. Hier ist ja der Werktisch, genau. So. Da. Versetztes Getränk. Dieses Getränk erhält einen starken Schlaftrank. Metalldübel. Wissenschaftslevel 1. Aha. Okay. Da fällt mir gerade ein. Ist es denn wieder so weit zum Aufsteigen eigentlich? Ja, ich könnte. Wissenschaft. Nein, das ist Willenskraft. Da ist Wissenschaft. Das ist Intuition, das ist Schlossknacken. Wissenschaft ist hier. Dafür fehlt mir aber ein Punkt und ich brauche Scheiße. Okay, ich kann das nicht machen. Das ist jetzt Kacke. Fähigkeit zurücksetzen, Erinnerungskristall. Hä? Was? Fähigkeiten zurücksetzen, Erinnerungskristall ein. Ich will aber meine Fähigkeiten nicht zurücksetzen, weil dann, ich habe gerade gesehen, dann wird hier alles nein. Ach, ist doch Kacke. Verbleibende Punkte. So, Fallenstellen. Brauche ich überhaupt Fallenstellen? Auf Fallenstellen brauche ich eigentlich gar nichts, ne? So, ich mache mal jetzt hier einen auf Stasis brauche ich nicht. Ich brauche einen auf Magie. Und ich hätte gern einen hier drauf. So. Attribute, ich brauche etwas auf Ausdauer, das weiß ich noch. So. Ja, das ist Kacke jetzt hier. Das ist blöd jetzt gemacht. Jetzt kann ich erstmal die ganzen anderen Sachen hier aus. 33.
Okay, da ist nichts. Da haben wir auch nichts gefunden. Hals. Oh. Schützende Medaille des Mönches. Steinhalskette. Nehmen wir das mal. Ich weiß ja nicht, was das bringt, aber... So, 88. Genau, das bleibt. Das bleibt auch. Super. ...297. Nee, ich möchte das eigentlich so behalten. Aber er kann die jetzt tragen, genau. Das bleibt alles. Das ist jetzt ja mal richtig Schlaftrank. So, ich soll Schlaftrank. Versetztes Getränk. Schnapsflasche. Schlaftrank. Ja, fehlt mir die Wissenschaft. Kann ich nicht nachmachen. Also kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, wie ich da... Das ist ja jetzt sehr, sehr dumm. Hm. Und anders kann ich... Was anderes kann ich jetzt hier nicht machen. Ne? Nee, mir fehlt ab. Ich brauche absolute Wissenschaft. Keiner von euch kann mir helfen. Das gibt's doch nicht, ey. Freundschaftsbonus, Handwerk. Warte mal, was... Kann ich nicht... Falsch? Hier irgendwie... So. Kurt findet mich nett. Ja, das bringt mich jetzt aber nicht weiter. Ich hätte gerne... Genau. Let's go. Intuition. Handwerk. Stärke. Okay. Ja, das ist echt blöd. Aber gut. Ich kann da jetzt wirklich nichts dran ändern. Dann müssen wir jetzt erstmal eine andere Quest verfolgen. Untern Phantom. Das brauchen wir jetzt. Champion der Arena. Das ist auch der Mann mit der Söhne. Kommen in 2 Tagen. 9 Stunden. So, das machen wir jetzt gleich. In 9 Stunden wieder. Und 21 Minuten. ...18 Stunden. 3 Stunden 51. Das wäre jetzt viel zu viel. Hm. Okay. Jetzt müsste in 5 Stunden und 26 Minuten. Muss ich noch 5 Stunden und 26 Minuten irgendwo verbringen. Oh, Schlossknochen 3, ey. Kommt 2 Tage später. 5 Stunden und 14 Minuten. 5 Stunden, 13 Minuten, 12. Ich kann das ja jetzt leider nicht... ja. Voranschreiten lassen. Das ist gerade mein Problem. So, ich könnte jetzt hier... Geht es? Trifft dich mit Gouverneurin Thelem und frage sie nach dem Malikor. Oder wir haben hier... Rüngerle, dem Orange gesprochen. Trifft dich mit Ulan, dem Häuptling. Das dauert alles natürlich sehr lange. Weil 5 Stunden, wenn ich jetzt verreise, ich gehe mal hier direkt zum Dingens, zum Globus. Guck mal da direkt drüber nach. Okay, so reisen kann ich hier jetzt so nicht. Ich muss wirklich immer erst da dieses, die Stadt da so durchgehen. Okay. Das ist jetzt kacke.
Na gut, gucken wir jetzt erstmal. 5 Stunden überbrücken. Ich weiß nicht, wie ich die überbrücken soll. Außer schlafen. Warten kann man ja nicht. Glaube ich. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und gehe bis dahin und dann gucke ich mal. Ich muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Das sind 5 Stunden, ist kacke. Ich hätte nicht schlafen sollen. Dann hätte ich nämlich noch was in der Zeit machen können. Oh, was ist denn da unten? Ach, guck mal, die Minen. Aber jetzt nicht so aus, als wenn ich da jetzt irgendwo drunter könnte. Sind das schon wieder Banditen? Jawohl. Take a potion if you want to cast more spells. Jawohl, komm. Zack, zack. Gut. Der war noch beschäftigt. Okay, ich denke, ich muss jetzt hier lang und dann werde ich ja sehen. Ich reise und ich darf natürlich nicht zu spät kommen. Wenn ich zu spät komme, dann ist der wahrscheinlich tot. Was ein bisschen kacke ist. So. Ein Gebiet verlassen. Ja, ja, ja. Reisen. Okay. Ich könnte jetzt hier hin. Triff dich mit der Gouverneurin. Das sieht jetzt nicht so weit aus. 2 Stunden, 24 Minuten. Lass mich überlegen. 5 Stunden haben wir jetzt noch, ne? Oh, das wird knapp, ne? Komme ich denn dann wieder zurück? Ah, wisst ihr was? Ich speichere das mal vorher. So. Ich speichere das vorher. So, und jetzt müssten wir wieder zurück. Okay, das funktioniert so nicht, wie ich das dachte. Aber dann müsste ich jetzt gleich. Die singenden Gewässer. So. Jetzt muss ich einmal kurz die Quest aus... Nein, das war der nicht. 37 Minuten nur noch? Okay, das hat so nicht funktioniert, wie ich das wollte. Ja, das hat so nicht funktioniert. Ich hatte doch noch 5 Stunden über. Und 2,5 Stunden war ich unterwegs. So, dann müsste ich noch 2,5 Stunden übrig gehabt haben. Und das angeblich aber nur noch 1/2 Stunde. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich rüste jetzt die Dingens aus. 3 Stunden und 19 Minuten. Hä? Warte mal. Wieso sind es denn jetzt nur noch 3 Stunden und 19 Minuten? Okay, die Zeit vergeht schneller. Aber trotzdem. Na gut, ich könnte jetzt warten. Aber ich kann jetzt, das Problem ist, ich kann jetzt nicht viel reißen.
also nicht viel reisen und auch nicht viel reißen, weil, ja, wenn ich nicht zu dem Zeitpunkt da bin, dann ist kacke, ne? Dann ist wirklich blöd. Deswegen werde ich das jetzt ganz einfach machen. Ich werde mich jetzt da hinstellen, werde hier einen kurzen Cut reinsetzen und kurz vor Beginn der, also kurz vor Ablauf der Zeit wieder zuschalten. Weil ihr müsst das ja jetzt nicht mitkriegen, wie lange ich jetzt hier warte, weil ich würde das jetzt halt erstmal, ich würde das jetzt halt aussetzen. Weil was alles andere macht jetzt keinen Sinn. Ich sag dann mal, bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Video geht jetzt hier zwar nur noch 5 Minuten, aber es ist egal. Ich möchte das auf jeden Fall noch mit euch jetzt noch machen. Ich stelle mich jetzt hier schon mal hin. Bin gespannt, wie das jetzt sein wird. Does your vest belong to last year's fashion? Acht, sieben, you'll find sechs, all you need in our selection. Whatever you need to be, drei, the talk of zwei, all serene. Eins, null. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? So, did they take the bait? No, not yet. It's strange. Usually they pass by regularly. But I have to admit, I'm afraid, Your Excellency. If you're not here when they return to look for me, I am lost. Don't worry, I'll be around. Thank you for your visit. See you soon. Vielleicht jetzt nochmal ansprechen? Welcome! It's such a... Have you seen anything? So, did they take the bait? Yes, Your Excellency. And I am very happy to see you. One of them came to the shop yesterday. He gave me 24 hours to raise the money required, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. I'll hide and wait for their arrival. And rest assured, I will not let them go. Thank you for your visit. See you soon. Versteck dich in der Nähe. I hope you have what we're looking for, my good friend. Our man with the silver coin is not known for his patience. Well, I moved heaven and earth to collect the sum, but alas, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuses. You know what happens to those who refuse to pay. Leave this man alone at once. You're under arrest. We'll see about that. And who will stop us? We are the guard. You certainly don't deserve such a name. Bunch of cowards. Yield without a fuss, and you'll have the right to a trial. Really? And then it'll be the gallows. Do you think we're pushovers? A bit of poison on my blade. Then let's go! Na dann fangen wir mal an. Things are about to get dicey. Take a potion if you want to cast more spells. I'm eternally grateful, Your Excellency. You saved my trade and my life. Stay alert. Their leader was obviously not present. I heard about the man with the silver coin, but this is the first time they told me his name. If they let it escape, it was only because they were thinking of killing you. I beg you, find this Egon and stop him. None of us will be safe as long as he's free. Don't worry. I don't intend to let him go. Durchsuche die Erpresser, weil wir dann bestimmt hier was finden werden. Waren das nur 3 Stück? Okay, von Egon unterschriebener Brief. Ich hoffe, dass es dir gelingt, diesen knauserigen Händler dazu zu bringen, das Geld rauszurücken. Denn wir werden seine verspäteten Zahlungen nicht mehr tolerieren. Ich werde in der Gasse vor der Kaserne auf dich warten. Komm nicht zu spät, Egon. We must find this Egon.
You'll at the barracks, perhaps. Okay. Ich muss jetzt aber auch Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.